Herzlich willkommen zurück zu Grafik 2, Goldedition. So, und zwar erinnert ihr euch ja an diese tolle Klippe. Man kommt da auf jeden Fall rüber. Ich habe nachgeschaut, wie es geht. Gibst du? Weil mich das aber nicht... Okay, gelassen hat seit der letzten Folge und ich muss da irgendwie hin, weil da leuchtet es magisch und ich finde es sehr interessant. Der Trick ist, man muss genau richtig abspringen, dann kommt man da unten auch hin, ohne Leben zu verlieren. Ich bin halt die ganze Zeit falsch abgesprungen. Und so aber anscheinend nicht. Wo bin ich? Achso. Gut. Nur ich hab noch nicht raus, wieso ganz das gehen soll. Übrigens habe ich auch mal geklärt, wir haben da im Auto gegeben, was gibt noch Akrobatik, nur nennt man das hier nicht als Talent. Man hat es ab 90 Geschick und ich bin gerade jetzt auf überlegen, ob man die ganzen Lernpunkte so Geschick hämmert, einfach um eventuell das zu beherrschen. Was kann man sonst noch gehen? Nein, der 80% scheint mal irgendwie der Grenzrenner zu sein. Können wir das Kugels checken? Es muss gehen irgendwie. Auch an dem Fall nicht laden kann, er geht nicht. Ich meine, ich will das aber nur ein bisschen probieren. Ja, ist mir abgeprallt. So, ich hätte es gerne auf der Aufnahme gehabt, aber ich habe das jetzt so auf der Aufnahme probiert. Ich habe das jetzt einfach offscreen gemacht. Man muss von hier oben bei diesem Kraut da abspringen. Ich habe halt mir eine Hilfe aus dem Internet gesucht, klar. Und dann macht er eben so einen Sonderjump, wenn man genau an der richtigen Stelle abspringt. Ich habe auch mit Speedtrank versucht, alles nicht geklappt. Ich bin jedes Mal gestorben. Zweimal bin ich drüben gelandet und verreckt. Ich habe es jetzt halt auf offscreen machen wollen und jetzt bin ich hier gelandet. Jetzt hat es geklappt. Also wirklich, ich habe nicht gesweetet. Ich konnte den Jump nicht auf der Aufnahme. Aber jetzt bin ich hier. Ob ich wieder zurückkomme, ist eine andere Frage. Ich speichere ich gerade noch nicht. Weil ich Angst habe, nicht mehr zurückzukommen. Magischer Bogen, unfassbar. Krass, hat es so gelohnt, hier rüber zu gehen. Okay, der ist schlechter. Vergesst es. Ich habe den jetzt echt als gut empfunden, dass er jetzt wieder 50 Schaden macht, aber gut, er macht leider nur 100. Er sieht trotzdem cooler aus. Die 10 Schaden, ganz ehrlich. Cooles Sandman bei mir. Also, so irgendein Effekt. Zweikampf 1, sehr gut, okay. Hier ist übrigens auch Snapperkraut versteckt, weil mit Snapperkraut, das habe ich jetzt auch erfahren, kann man dasselbe Effekt wie von Geschwindigkeitsränken, nur dass es halt kürzer hält. Man macht wahrscheinlich auch aus Snapperkraut Geschwindigkeitsränke, könnte ich mir jetzt mal denken. Ich muss so kurz den Timer noch vorsetzen. So. Er liegt ja auch auf der Insel so viel rum, dass du auch wieder zurückkommen kannst. Man kann auch mit der Tierverwandlung, glaube ich, rüberkommen. Schwarz ist er jetzt, okay. Wenn sich selber verwandelt, dürfte man, glaube ich, auch rüberkommen. Weil Snapper halt auch ein bisschen schneller laufen. Oder schneller springen, besser springen. Ich glaube, Tierverwandlungen angemahnt könnten da auch rüberhelfen. Beim Weg zurück mal schauen, wie ich da wieder zurückkomme. Ich habe dadurch jetzt auch erfahren, ab 90 Geschicklichkeit den Hechtrolle freischaltet, die meiste Zahl noch als Talent gelernt hat.
Talente, Magie 3, Rubinklinge, Schaden 100, einer Talentbonus. Ja, also halt trotzdem wieder 20 Punkte schlechter. Ich aufpassen, dass ich bald nicht alle Tritische verschwende, ey. Gut, höhere Geschicklichkeit würde uns auch mal ein paar Tritische sparen. Also, echt, ob ich da jetzt willkommen reingehe. Für den Bogen. 13 haben wir nur noch. Ach du Heilige, die schwinden echt wie die fliegen. Man kann die halt kaum kaufen. Also bei den Bartypen in Corinnes. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine Steintafel, also es hat sich doch gelohnt, hierüber zu gehen. Mehrere Steintafeln, magische Bogen. Letzte Folge habe ich die magische Armbrust noch nachgetraut, dass es kein Bogen ist. Jetzt haben wir einen Bogen. Macht zwar nicht so viel Schaden wie die Armbrust, logischerweise, aber. Gut, dann müssen wir so zurückkommen. Ich speichere mal auf den zweiten Spielstand. Und dann. Würde ich sagen, versuchen wir es mal mit Snipperkraut. Trank will ich dafür jetzt nicht opfern. Jawohl, und es geht genauso weiter, wie ich es erwartet habe. Also Leute, ich hasse Springen bei Gothic. Das ist eine der dümmste Sachen. Mal ganz ehrlich. Ich sag euch, wie es ist. Mit der Hechtrolle kämen wir da bestimmt drüber, aber die habe ich das halt noch nicht. Und ja, ob ich so weit in Geschick gehen will, weiß ich noch nicht. Gut, Leute, ich schneide es wieder raus. So. Es war ziemlich gacke. Ich merke, es ist dunkel. Ich habe es öfter versucht. Ja. Lurker war dann am Ende die Lösung. Gut, es ist stockdunkel und wir können nirgends pennen. Und ich würde eigentlich gegen den Troll kämpfen. Boah, sehr belastend alles. Im Tun gegen den Troll ist theoretisch nicht so gut. Gehen wir kurz mal bei dem eingeborenen Pennen, dann gehen wir nochmal zurück in den Troll. Und dann machen wir weiter mit dem Erkunden. Total. Die will die Klippe springen, hab mich jetzt wieder klein wenig aufgeregt, aber gut, haben wir es ja geschafft. Ich wollte ja unbedingt welche jetzt auch verlassen können. Aber ich habe halt gesagt, ich will alles erkunden und da gehört die Klippe halt auch dazu. Dass er es auch genervt hat, darüber zu kommen. Vielleicht mal speichern, dass ich nicht nochmal machen muss. Okay. Ja, dann töten wir jetzt noch den Troll, hätte ich gesagt. Dann haben wir noch das andere Tal, was wir erkunden können. Im Westen, Südwesten. Das wäre die ganze Versuche, leider den Tal mal weiterladen lassen. Deswegen kann ich das gerade nicht sagen, wie weit ich schon ein Part sind. Ich glaube, nicht sehr weit. Kann man 6 Minuten oder so. Bedeutet, es kann sein, dass der Ball wieder länger ist, weil ich die Länge nicht ganz nachvollziehen kann. Weil es zu kurz die Baumzone gibt. Weil Folgen, wo ich den Timer leider verkacke. Ich will hier in dem Tal alles tot haben, erkundet haben. Da gehört jetzt auch der Jump dazu und es gehört auch dieser Troll dazu. Gesundheit, Erfahrung, Punkte. Sehr gut.
Ja, Leute, damit haben wir es hier in dem Tal. Sehr gut. Können uns jetzt dem anderen widmen. Was ich mir so schade bei magischen Items im Kopf finde, ist, dass die keine Buffs bringen. Also zum Beispiel könnte man ja machen können, wenn man den magischen Bogen trägt, ist Bogen Talent nochmal um 5 erhöht, weil der ist geschick. Wenn man zum Beispiel das segnende Schwert der Paladin erhält, gibt man von innen so einen Bonus, wo Einhandschwerter besser funktionieren oder halt die jeweilige gewählte Paladin-Waffe auf 200 oder Einhand. Auch darauf einen Bonus bekommt, wenn man die weit für 8000 Münzen, kann man das halt schon erwarten, finde ich, aber okay. Und hier finde ich, hat Gothic viel. Die Items sind, also so besondere Items sind meistens nicht besonders, weil die halt keinen Bonus bringen, obwohl sie besonders aussehen. Und das ist das, was ich meine, das ist schon ein bisschen schade. Das ist bei Gothic halt immer so. Nicht so wie andere RPGs, wo man dann wirklich ein magisches Artefakt in der Hand hat. Klar, weil Gothic nicht so sein will wie andere RPGs, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es soll keine Kritik sein an Gothic. Aber ich finde das ein bisschen schade, dass die magischen Items, die halt besonders aussehen, nicht gerade so magische Wirkungen haben. Gut. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich kann dir nur zu deinem Werk gratulieren. Jetzt laufen sie wieder alle. Beeindruckendes Bild, findest du nicht? Hier hast du ein paar Goldmünzen. Okay, hätten wir. Gut, zum Tal gab es auch nochmal P. Auch wenn die Quest jetzt schon erledigt ist, ist ja egal, paar trotzdem EP. Das ist ja was. So. Jetzt haben wir die alle aktiv. Alles klar. Oh Gott. Hat jetzt realisiert, was passiert, als wir schon da absitzen sehen. Jetzt steht da einfach mal ein Ork-Schamane mit ein paar Goblins. Okay, mal eine kleine Kräuterecke, würde ich es mal nennen. Ja, da wächst extrem viel Zeug, finde ich. Die habe ich gucken, jetzt auch viel übersehen, oder mir kommt es nur so vor, aber ich glaube, in Jagdnacht gibt es mehr. Okay, ich kann mit dem magischen Bogen nur schießen, wenn ich magische Pfeile habe. Ich verstehe. Dann verstehe ich das jetzt auch. Gut. Das macht ihn also besonders. Man kann mit magischen Pfeilen schießen. Die blau leuchten.
Okay. Laufen können. Hä, bin ich jetzt serviert? Ich glaube schon. Ja gut, ich bin verwirrt. Ich habe es gar nicht gesehen, dass man da runter kann. Nicht ehrlich. Gut. Da ist nichts zu holen. Clipbench. Ich hab jetzt wieder die 1000 Tode. Lass mal bitte die Fresse halten. Ja gut, Leute, sorry dafür, aber ich kann ja nichts verbuxen. Die gehen wieder, dann müsst ihr es nicht hören. Hat er jetzt endlich da unten Ruhe gegeben? Okay. Ja, dann haben wir Cracks X alle abgefrühstückt, würde ich sagen, ne? Ja doch, das war jetzt das letzte. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, und dann war es das hier. Cracks Nebenquest quasi, Mini-Quest, wie auch immer. Gab ja keine eingetragene Quest, aber. Das sind mehr MP. Ein paar ganz nice Items. Nichts zu blöd. Wir haben scheinbar Mindcrawler das Ding eingenommen. Hat nicht gezogen, wie er jetzt hier ganz nur hinten lassen. So, blaue. Dann haben wir alle. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Gut, damit haben wir es.
Wir sind durch mit der Kunojakendas. Wir waren überall. Wir haben alles getötet. Wir haben alles gemacht. Jetzt geben wir noch die Quest mit den Steintafeln ab, nachdem wir uns zurück teleportiert haben. Hey! Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Diese Tafel fand ich in einem Gebäude im Süden. Ah, eine Tafel der Totenwächter. Sie waren es, die die Geister ihrer Verstorbenen beschworen. Die Verbindung zu ihren Ahnen war bei den Erbauern sehr stark. Ich fand diese Tafel in einem Bauwerk im Südwesten. Der Tafel nach zu urteilen, handelt es sich dabei um die Behausung der Priester dieser Stadt. Der Name des obersten Priesters war Kardimom. Wir wissen noch nicht viel über ihn. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Jetzt haben wir alle Reliquien zusammen, die wir brauchen. Du hast uns einen sehr großen Dienst erwiesen. Ich danke dir. Das wird uns in unseren Studien einen entscheidenden Schritt nach vorn bringen. Adanus. Gut, damit haben wir auch zumindest die Reliquien ihm gegeben. Die Quest ist aber noch offen, okay. Wahrscheinlich mit dem Raven. Gut, was ich jetzt noch mache ist, wir haben 17 Krog. Das habe ich mal aufs Screen geschaut. Ich glaube, dass wir einfach 20 brauchen und dann können wir sie geben, dass die Quest vorbei. Hier, ich stelle sie mal als Krog 17. Das heißt, wir können eventuell den Rest uns bei dem Samuel herstellen lassen. Waren hier der Trainer für Geschick eigentlich. Wisst ihr was, ich spare jetzt mal die 50 Lernpunkte gerade mal auf. Ich würde jetzt erst den Korinus wieder einsetzen. Ich würde nämlich einhand Waffen nochmal gucken, ob es wenigstens irgendwie mehr als 80% geht überhaupt. Außer wenn man die Steintafeln hat. Ich meine, durchs Lernen, ob da noch 80% geht. Wenn nicht, mit Wolfgang auch nicht mehr lernen kann, also der Paladin auch nicht mehr lernen kann. Wolfgang konnte ja nicht mehr, aber der Paladin. Wenn er uns auch nicht mehr lernen kann und wir da auch das Maximum haben, dann nehme ich die Steintafel. Ich glaube, dann können wir nicht mehr weiter lernen. Das ist, glaube ich, der beste Einhandlehrer, der Typ. Der Paladin, deswegen. Weil wenn jetzt die Quest Skip noch abschließen, müssen wir noch bei Geistig Ewig den Trank brauen und keine Ahnung, ob die Quest noch oben ist. Ich war ja in jedem Helmhaus der Bauer, aber gut. Genau, quasi ewig, es gibt auf den Trocken, die Reliquien haben mit Raven zu tun, Raven haben mit Raven zu tun, logischerweise, und Ablungsverwalter hat auch mit Raven zu tun, genauso wie Herrenhäuser bauen, glaube ich, auch abgeschlossen, wie jetzt bei der Raven besiegt haben. Bedeutet, wir werden uns jetzt noch Krog bei Samuel holen. Nur auf die Kraft an. Also, den es gibt, dann können wir die Quest abschließen. Brauchen wir auch gleich den Trank, wenn wir schon da sind, wenn wir an dem Labor kommen. Können wir Fortuna geben, dann haben wir die Quest auch und dann brauchen wir wirklich noch Raven selbst. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Das ist der Plan. Ja, da haben wir dann komplett erkundet, passt alles. Sehr geil. Hey, ist ja schon gut. Ich will meine ohne Krog macht ihr wohl. Das war jetzt normaler Krog, oder war das jetzt was echte? Das war echte Seemannskrog, okay. Hey. Ich will mal. Ich hoffe, es ist genießbar. Ich hatte. Ich will mein Grockers. Da haben wir jetzt nämlich 20 und dann können wir es Skip geben. Da kann ich ihn jetzt noch kurz dafür bringen, dass der mal auf sein, von seinem Laborwerk geht. Hey! Nee, geht nicht. Der geht nicht von seinem. Zumindest um die Uhrzeit nicht. Das heißt, wir werden das jetzt einfach bei den Lagern brauen, weil da haben wir einen freien Angemietisch.
Gut, dann gibt es den Game, dann gehen wir nochmal pennen, dann gehen wir zum Bandinenlager, brauchen den Trank von Fortuno, Game System, hoffen, dass der nicht da stirbt. Und dann haben wir alle Quests abgeschlossen, die jetzt nicht so der Hauptquest zu tun haben. Haben wir alles erkundet, passt. Dann bin ich stark und da durch. Wegen des Grogs. Hier hast du deine 20 Flaschen. Was denn? Umsonst? Naja. Okay, ich werde sie dir bezahlen. Hast du vielleicht irgendwas Interessanteres als Gold? Was denn? Umsonst? Na, habe ich vor Jahren in einer stickigen Hafenkneipe beim Glücksspiel gewonnen. Der Kerl sagte damals, er sei magisch. Keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht willst du ihn statt dem Geld. Gib mir den Ring. Hier hast du ihn. Gut, dann ich das auch. Passt. Gut, das ist das Entfernring, vielleicht der OP. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Glaubst du wirklich daran? Keine Ahnung, sag du es mir. Nö, es sieht so aus, als wäre das der Ring der Erzhaut und der ist jetzt nicht unbedingt daran? Besser als alles, was wir haben. Ich werde mich da nicht einmischen. Meinst du, mir geht es besser? Ich werde mich da nicht einmischen. Wird sich das jemals ändern? Ja, das klappt, das war der. Okay. Naja, keine Ahnung. Können wir verticken. Ja, gar nicht. Passt. Das interessiert mich. Das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. Dann haben wir das. Dann geben wir den Trank von Fortuna noch brauchen, geben dem ab. Das heißt, wir teleportieren uns erstmal wieder zurück. Dann teleportieren wir uns ins Banditenlager. Kriegen auch noch ein bisschen EP, weil wir uns teleportiert haben. Dann brauche ich einen Trank, gebe den Fortuna. Und dann beenden wir langsam die Folge. Und dann ist in der nächsten Folge Raven dran. Und wir beenden den Addon dann wahrscheinlich auch. Gehe ich mal davon aus. Weil wir ja dann eigentlich überall waren, alles erkundet haben und jede Quest gemacht haben. Wie viele von den Addon-Quests wegen Corinnes noch offen haben, kann ich euch gar nicht sagen, was davon noch Addon ist, weil ich es halt nicht weiß. Ich habe ja nie gespielt. Ich kenne die Gold-Edition. Jetzt haben wir vielleicht noch ein paar Corinnes dann offen, aber macht ja nichts. Besser nicht hierher gekommen. Ich habe vergessen, dass ich die Rüstung tragen sollte. Jetzt bist du dran. Hi. Ich mach dich fertig. Bleib stehen, du bist dran. So können wir uns also hier mit allen bekriegen, wenn wir Bock haben. Finde ich ja sympathisch. Hi. Wir sprechen uns noch. Bleib stehen, du Feigling. You can't hit me. Ja, renn so schnell, wie du kannst. Ja, renn so schnell, wie du kannst! Oh oh. Okay, keine Ahnung, ob das jetzt klappt. Das war eine schlechte Idee von mir. Warum bin ich auch so dumm? Bleib stehen, du Lump! Wie machen wir denn das jetzt? Lassen die mal wieder zur Ruhe kommen, kurz. Ich habe mich auch die Bedienungsrüstung angezogen. Was war denn dann schon? Egal, weil die mich schon mit Paladin-Rüstung gesehen haben. Das heißt, kann sein, dass ich jetzt lost bin. Wir warten mal einen Tag. Dann wird es vielleicht eventuell das wieder beruhigt haben. Problem, ich habe jetzt halt zuletzt. Wann habe ich das gespeichert? Es ist fast 20 Minuten her, wisst ihr? Deswegen
wäre sehr belastet gewesen, wenn die mich jetzt gekillt hätten. Wenn ich jetzt nicht mehr reinkomme, muss ich eh neu laden. Oder schmitzel alle nieder. Ich meine, ich muss eh zu Raven. Aber eigentlich wollte ich Taurus nicht umbringen und ein paar andere auch nicht, wie Snuff und so weiter. Die wollten, sollte ich eigentlich am Leben lassen. Ich wollte mich am Ende noch, ein paar wollte ich noch killen, auf jeden Fall. Klar, weil sind Banditen und Arschlöcher. Die haben viele Piraten gebracht und noch Leute, entschuldige Leute, das Korin ist. Die sind alle mit drin. Aber alle umbringen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Gucken wir mal, wenn die mich gleich wieder anfallen. Jetzt habe ich ja Rüstung an. Brauchst du das nicht? Ja, es ist denen wieder egal, alles klar. Also, wenn ich Bock auf Kill All habe, irgendwann machst du das vielleicht mal als Special. Einfach versuchen, jeden umzubringen. Wenn man das Special, wenn dann ganz am Ende vom Spiel, einfach mal versuchen, jeden, ne? Ich habe Kopfgang 1 gar nicht gemacht. Ich verkaufe einen schon mal vor, aber wahrscheinlich gemacht. Ich habe dann nur das alte Lager ja, versucht auszuräumen und es ist ja oft abgestürzt währenddessen. Also ich muss Coffee 1 auf jeden Fall mal Let's Playen. Nur mal Replayen mit einer anderen Mod halt dann, aber auf jeden Fall nochmal Replayen. Weil da gab es so viel Abstürze und so viel buggy Stuff. Dass ich Coffee 1 eigentlich auch nochmal von vorne nochmal eine Chance geben muss. So wie Coffee 3 jetzt auch ohne Abstürze und alles. Gut Leute, aber ich bin hier die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euren schönen Tag. Ciao, ciao.